Die letzte Woche im Januar hielt für den Zeitzer Jujutsu-Kampfsportverein Yodan Kame einen besonderen Höhepunkt bereit. Nach der Verleihung des Bronzenen Sterns des Sports auf regionaler Ebene sowie dem großen Stern des Sports in Silber auf Landesebene hieß es nun Finale auf Bundesebene bei den Sternen des Sports in Berlin. Von den 91.000 Vereinen im Deutschen Olympischen Sportbund hatten sich 2.500 Vereine an diesem wohl größten Breitensportwettbewerb vom DOSB sowie den Volks- und Raiffeisenbanken beteiligt. Die Zeitzer Kampfsportgemeinschaft hatte sich mit ihrem Projekt Prävention im Sport beworben. Aus den Händen von Bundespräsident Gauck sowie DOSB-Präsident Hörmann und Volks- und Raiffeisenbank-Präsident Michael Fröhlich konnten die Zeitzer einen goldenen Stern des Sports auf dem 4. Platz entgegennehmen. In seiner Laudatio betonte der Bundespräsident noch einmal, wie wichtig dieses soziale Engagement der Vereine ist. Am Rande der Veranstaltung nutzte Vereinsvorsitzender Silvio Clavon die Gelegenheit, auch mit der Führung sowie Mitgliedern des Sportausschusses beim Deutschen Bundestag und zahlreichen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen. Bereits mit dem grünen Band haben die Kampfsportler aus der Elsterstadt mehrfach ihre Leistungen bundesweit unter Beweis gestellt. Mit dem goldenen Stern sind sie nun auch in der Premiumklasse des Breitensports anerkannt.